Präsentation des neuen Honda Civic Tourer auf dem ÖMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf. Honda zeigte die neuen Sicherheitsfeatures wie etwa den City-Bremsassistenten, der bis zu einer Geschwindigkeit von 32 km/h das Fahrzeug vor einem Hindernis selbstständig abbremst. Weitere Safety-Features sind der Ausparkassistent, der bei vorbeikommenden Fahrzeugen warnt, die Verkehrszeichenerkennung, die runde Verkehrsschilder erfasst und anzeigt, das Kollisionswarnsystem, das bei drohenden Auffahrunfällen optisch und akustisch warnt, der Spurhalteassistent, der versehentliches Abkommen von der Spur meldet, der toter Winkelassistent mit Anzeige im Außenspiegel und der Fernlichtassistent, der sich um die ideale Ausleuchtung der Fahrbahn kümmert. Bemerkenswert beim neuen Civic Tourer ist auch das besonders große Ladevolumen, das mit 1668 Liter angegeben ist. Eine ebene Ladefläche, eine sehr tiefe Ladekante, ein Zusatzstaufach und die Variabilität der Rücksitze, genannt Magic Seats, sind nennenswerte Vorteile dieses Kombis. 4 Ausstattungsstufen stehen beim Civic Tourer zur Verfügung. Ab Basis enthalten sind etwa Klimaautomatik, CD-Radio mit USB- und Lenkradbedienung sowie Tempomat. Als weltweit erstes Serienfahrzeug bietet der Civic Tourer ein adaptives Dämpfersystem hinten. 2 Motoren sind im Programm, der 1,6 Liter Diesel mit 120 PS und ein 1,8 Liter Benziner mit 142 PS. Preise ab 21.500 Euro.